Wir haben die Karpaten hinter uns gelassen und blicken noch einmal zurück auf die wolkenverhangenen Berge. Vor uns liegt Transsilvanien, das im deutschsprachigen Raum Siebenbürgen heißt. Ab dem 12. Jahrhundert wurden von den ungarischen Königen für das Land am Karpatenbogen deutschsprachige Siedler angeworben, die Siebenbürger Sachsen. Wir sehen hier auf der Karte in Gelb die Siedlungsgebiete der Siebenbürger Sachsen. Wir werden in den nächsten Tagen genau in diesem Gebiet zwischen Hermannstadt, Schäßburg und Mediasch unterwegs sein. Im Siebenbürgenlied, der Hymne der Siebenbürger Sachsen, wird das Leben in Siebenbürgen romantisch verklärt. Die meisten deutschstämmigen Bewohner von Siebenbürgen sind aber seit den 1970er Jahren ausgewandert. Hauptsächlich nach Deutschland, aber auch nach Österreich und Nordamerika. 1930 lebten etwa 300.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen. Im Jahr 2012 waren es nur noch 12.000. In einigen Dörfern, durch die wir fahren, stellten die Siebenbürger Sachsen bis zum Zweiten Weltkrieg noch die Bevölkerungsmehrheit. Das Landstädtchen Agdeta, der deutsche Name lautet Agdeteln, liegt eingebettet in das malerische Harbachtal. Ja. Unser Versuch, die Kirchenburg von Agdeta zu besuchen, scheitert, weil sie wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Aber das macht nichts. Wir fahren über den breiten Straßenmarkt und stoßen am Stadtrand sogar auf einen deutschen Lebensmitteldiscounter, wo wir unsere Essensvorräte auffüllen. Weiter geht es entlang der Staatsstraße durch die Gemeinde Barkisch. Kurz nach dem Dorf Pelischor überqueren wir einen Höhenrücken und biegen rechts ab in ein idyllisches Tal, das uns nach Richisch bringt. Richisch, auf Deutsch Reichesdorf, ist ein siebenbürgisches Straßendorf wie aus dem Märchenbuch. Nur
1930 lebten hier noch 1200 Einwohner, davon 870 Deutsche, 273 Rumänen, 101 Roma und 17 Ungarn. Heute leben hier nur noch 700 Menschen. Die Häuser der ehemaligen deutschen Bevölkerung wurden von Rumänen oder Roma übernommen oder stehen leer. Nach 58 Kilometern haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind jetzt in der Dorfmitte an der Kirche angekommen und orientieren uns, weil wir unsere gebuchte Unterkunft nicht auf Anhieb gefunden haben. Schauen wir mal, die Feinabstimmung mit dem. Nein, kein Netz. Na, ohne Netz geht es natürlich nicht. Hallo, mein Name ist Thomas Häfner. Sind Sie von Transylvania Escape? Ja, Thomas Häfner. Yes, now it's excellent. Yeah. We just arrived in Rikisu, I don't know. Yes. And we've booked a double room for tonight. Yeah. At the moment we are at the church and opposite, I think, green building, it's the school and the magazine mixed. Yeah? In einem Buchungsportal sind wir auf die Unterkunft Transylvania Escape gestoßen, die uns neugierig gemacht hat. Über Mobilfunk und WhatsApp werden wir zum Haus gelotst und erhalten über die in einem Schlüsseltresor hinterlegten Schlüssel Zugang zum Innenhof und zu unserer Wohnung. Die Unterkunft befindet sich in einem typischen ehemaligen Bauernhof. Das schmale Grundstück wird durch ein Tor von der Straße abgeschlossen. An das Wohnhaus schließen die früheren Ställe und Scheunen an. Bis wir unser Gästezimmer bezogen haben, kommen auch unsere Gastgeber Michael, der ursprünglich aus dem Erzgebirge kommt, und seine rumänische Ehefrau Ioana von ihrem Einkaufstrip zurück. Wir verbringen noch einen interessanten Abend zusammen. Den nächsten Tag gehen wir ruhig an. Auf unserem Programm stehen die beiden früher mehrheitlich deutschen Nachbardörfer Birtan, auf Deutsch Birthellen, und Kopschamare, auf Deutsch Großkopisch. Dann heben wir uns für den Nachmittag auf. Wir fahren erst einmal über einen Bergrücken in ein abseits gelegenes Nachbartal, wo das verträumte Dorf Kopschamare liegt. Eigentlich haben wir uns eine große Rundtour über Kopschamare und Birtan ausgedacht. Aber unser Gastgeber Michael hat uns davor gewarnt, dass die Hirtenhunde abseits der Dörfer ungemütlich werden können, wenn man ihrer Schafherde zu nahe kommt. Deshalb beschränken wir uns auf eine kleine Dorfrundfahrt durch Kopschamare.
Wenn man ein authentisches Dorf in Siebenbürgen sehen will, ist man hier genau richtig. Man hat den Eindruck, dass die Zeit hier stehen geblieben ist. Nun wollen wir uns aber die Hauptattraktion von Kopşamare, die Kirchenburg, anschauen. In der Mittagszeit ist die Kirchentür offen und der Wachhund liegt schläfrig auf der Kirchentreppe. Die evangelische Kirche ist äußerlich in einem relativ guten Zustand. Nur die Orgel musste demontiert werden, weil ein darüberliegendes Gewölbe drohte einzustürzen. Im Gästebuch wünscht eine frühere Einwohnerin von Groß Kopisch, die hier getraut wurde, der weiteren Renovierung der schönen Kirche ein gutes Gelingen. Auf den gleichen Weg, auf den wir gekommen sind, fahren wir über einen Höhenrücken zurück nach Birtan bzw. Birtan. Dort wartet nämlich das Highlight des Tages auf uns. Das Land der Siebenbürger Sachsen ist bekannt für seine Kirchenburgen, mit denen im Mittelalter die Dorfbevölkerung vor osmanischen Überfällen geschützt werden sollte. Eine der bekanntesten Kirchenburgen ist die von Birtan, die seit 1993 sogar den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes hat. Aber erst einmal werfen wir einen Blick auf die gegenüberliegende Talseite und entdecken die Terrassen der ehemaligen Weinberge von Birtan. Natürlich müssen wir erst einmal einen spritzigen Siebenbürger Wein testen, bevor wir endgültig unsere Besichtigungstour starten. Von der Herberge am Marktplatz führt eine überdachte Treppe mit 73 Stufen zum Kirchenberg hinauf. Wenn man die spätgotische Kirche betritt, spürt man im Innern sofort die Strenge und Nüchternheit evangelischer Kirchen. Fast 300 Jahre lang war Birtan sogar Bischofssitz der lutheranischen Siebenbürger Sachsen. Den Anstoß gab Lukas Unglerus, der nach seiner Wahl zum Bischof kurzerhand den Bischofssitz von Hermannstadt in sein geliebtes Birtan mit den Weinbergen verlegte. In diesem Gebäude auf dem Kirchenburggelände befand sich das Ehegefängnis. Zerstrittene Eheleute wurden hier eingesperrt in einem Raum mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl, einem Teller, einem Becher, einem Löffel und mussten sich das so lange teilen, bis sie gelobten, sich wieder zu vertragen. Nach so viel geistiger Nahrung haben wir das Bedürfnis, wieder einmal in die Pedale zu drehen und radeln 6 Kilometer zurück nach Rikisch. Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen von Michael und Johanna und auch von der Katze des Hauses. Ich habe mit dem roten Planer eine Strecke nach Mediasch ausgesucht, die nicht einmal unsere Gastgeber kennen. Bitte? Wo? Wenn wir wo sind? Wo? Nürnberg. Warum so schön? Damit die Situation nicht weiter eskaliert, kehren wir um und fahren die Hauptstraße nach Mediasch. Von Mediasch sind uns vor allem zwei Dinge in Erinnerung geblieben.
das Buchcafé an der Stadtmauer. Und die rumänische Hochzeitsgesellschaft auf dem Marktplatz. Nördlich von Mediasch verlassen wir das Siedlungsgebiet der Siebenbürger Sachsen und erreichen den stärker ungarisch geprägten Teil von Siebenbürgen.